Eure Fragen, meine Antworten. Es ist mal wieder Zeit für ein FAQ und ich habe euch gebeten, mir Fragen zu stellen. Ich habe drei Fragen auf YouTube und drei Fragen auf TikTok, die ich jetzt hier beantworten möchte. Die erste Frage: Wer ist dein Lieblings- und Hassfahrer? Habe ich keinen. Welche Startnummer würdest du nehmen? Ich würde die 25 nehmen, aufgrund meines Geburtstages, nämlich der 25. Februar. Was ist deine Gaming-Lenkrad-Empfehlung? Entscheidend sind dafür zwei Faktoren. A, das Budget, und B, viel wichtiger, wie viel zockst du überhaupt? Denn es bringt ja jetzt nichts, wenn du dir ein 2000 € Thunderdeck-System kaufst und dann stellt sich heraus, du zockst nur eine Stunde im Monat. Das ergibt keinen Sinn. Ich rate dir auf jeden Fall zu dem Thrustmaster T300 RS, das hatte ich selber mal, ist ein sehr gutes Einsteigerlenkrad, hat ein ordentliches Force-Feedback-System und das Beste daran ist, wenn dir das Lenkrad mal nicht gefällt, kannst du es zum Beispiel gegen das Ferrari-Add-on oder auch gegen das SF1000 austauschen. Lukas fragt, darf beispielsweise ein deutscher Renningenieur mit seinem deutschen Fahrer auf Deutsch kommunizieren? Soweit ich informiert bin, muss Englisch gesprochen werden. Tim fragt, glaubst du 2024 könnte die letzte Saison sowohl von Lance als auch von Lawrence Stroll in der Formel 1 werden? Naja, ich würde sagen, Lance sollte sich eher Gedanken machen, weil die saudi-arabischen Sponsoren mit den Leistungen des Kanadiers 2023 nicht einverstanden waren. Die Frage ist nur, wohin könnte er gehen? Es wird sich auf jeden Fall noch alles zeigen. Und die letzte Frage, denkst du, dass Mick Schumacher nochmal in die Formel 1 einsteigen wird und für welches Team? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Mick eines Tages in der Formel 1 wiedersehen werden. Die Frage ist halt nur, für welches Team?